Hallo zusammen, heute mit einer Kickstarter-Preview zu der neuen Erweiterung von Gugong mit dem Namen Panyun. Und in dieser Erweiterung gibt es 4 neue Module, die ich euch in diesem Video vorstellen werde. Ich werde in dem Video aber nicht mehr auf die Regeln des Grundspiels eingehen, da ich zu Gugong ja schon eine Kickstarter-Preview gemacht habe. Aber starten wir mal jetzt mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier seht ihr einmal das Spielmaterial für das Modul Sommerpalast des Kaisers und zunächst einmal platziert ihr das neue Spielplanteil mit der Seite, die eurer Spieleranzahl entspricht, links unterhalb des Grundspielplans. Dann stellt jeder Spieler seine Hofdame auf diesen Bereich. Unten rechts seht ihr neutrale Diener. Dort werden zu Beginn der Partie 4 neutrale Diener pro Spieler platziert. Oben rechts platziert ihr die Jadesteine und hier seht ihr das favorisierte Geschenk des Kaisers. Denn zu Beginn der Partie zieht ihr per Zufall 1 von 3 Geschenken, steckt es hier drauf und für den Rest der Partie ist dieses Geschenk das favorisierte Geschenk des Kaisers. Dann seht ihr, dass es 2 neue Dekrete gibt. Und zwar gibt es einmal ein neues 1er-Dekret, das mischt ihr mit den 1er-Dekreten aus dem Grundspiel zusammen. Und es gibt ein neues 4er-Dekret, das wird auf dem entsprechenden Feld des neuen Spielplanteils platziert. Zudem gibt es 3 neue Reiseplättchen, wobei dieses Reiseplättchen 2-mal vorhanden ist. Und diese werden mit den Reiseplättchen aus dem Grundspiel zusammengemischt und können dann durch die Aktion Reisen aktiviert werden. Links seht ihr 2 neue Yin-Yang-Karten, die werden mit den Yin-Yang-Karten aus dem Grundspiel zusammengemischt und außerdem gibt es eine neue Startkarte. Zu Beginn der Partie mischt ihr diese Startkarte mit den anderen Startkarten aus dem Grundspiel zusammen, damit ihr auf dieses Feld ebenfalls eine Karte platzieren könnt. Zu guter Letzt legt ihr noch dieses Teil auf den entsprechenden Bereich des Grundspielplans und dann kann ich euch auch schon die Besonderheiten in diesem Modul erklären. Und zwar fangen wir mal mit der neuen Aktion des Sommerpalasts an. Und wie ihr es schon aus dem Grundspiel kennt, immer wenn ein Bogen unter dem Diener zu sehen ist, müsst ihr den Diener aus eurem allgemeinen Vorrat nehmen. Und bei der ersten Aktion nehmt ihr euch einen Diener aus dem allgemeinen Vorrat und platziert ihn auf einen der 3 Stege. Ihr könnt ihn also hier, hier oder da platzieren. Das könnt ihr bei der ersten Aktionsmöglichkeit machen. Bei der zweiten Aktionsmöglichkeit müsst ihr euren Gesandten auf der Palasttreppe, also hier oben, ein Feld zurückbewegen und dürftet dann 2 Diener aus dem allgemeinen Vorrat auf 1 oder 2 Stege platzieren. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel 2 Diener hierhin platzieren oder euch auch dafür entscheiden, da und da einen Diener zu platzieren. Diese Aktion gibt es auch bei den Reiseplättchen. Also entweder ihr platziert einen Diener aus dem allgemeinen Vorrat auf einem der Stege oder ihr dürft sogar 2 Diener auf 1 oder 2 Stegen platzieren. Und das gibt es auch noch für das Dekret. Jeden Morgen dürftet ihr einen Diener auf einen Steg dann platzieren. Bevor ich euch aber erkläre, wie ihr an die einzelnen Dinge kommt, erkläre ich euch noch das 4er-Dekret hier. Um hier einen Diener platzieren zu dürfen, müsstet ihr euren Gesandten 3 Felder auf der Palasttreppe zurückbewegen und zusätzlich noch Diener abgeben für jeden Gegenspieler, der hier schon einen Diener platziert hat. Und wenn ihr hier einen Diener platziert habt, bekommt ihr am Ende der Partie für jeden neutralen Diener 2 Siegpunkte, maximal 12. Aber wie bekommt man jetzt neutrale Diener, Jadesteine oder die Hofdame? Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit geht es um das favorisierte Geschenk des Kaisers, also in unserem Beispiel eine 9. Immer wenn ein Spieler jetzt eine 9 hinlegt auf dem Spielplan, kommt es zu einer Wertung. Machen wir das also mal. Der Spieler würde also diese Karte hier nehmen und hier eine 9 hinlegen. Dann kommt es, wie gesagt, zu einer Wertung. Dann darf der Spieler einen der 3 Stege werten. Sagen wir mal, der blaue Spieler hätte diese Karte ausgespielt und würde sich dazu entscheiden, diesen Steg hier zu werten. Hier seht ihr, wer die meisten Diener platziert hat, bekommt sofort 2 neutrale Diener. Und bei den neutralen Dienern ist es so, die dürft ihr niemals auf dem Spielplan einsetzen. Ihr könnt sie aber dafür nutzen, um bestimmte Dinge zu bezahlen. Außerdem, wenn ihr sie einmal benutzt habt, kommen sie in euren allgemeinen Vorrat zurück. Das heißt, für den Rest der Partie habt ihr also mehr Diener zur Verfügung. Solltet ihr einmal Gleichstand herrschen, dann, wie ihr es auch schon aus dem Grundspiel kennt, gewinnt derjenige den Gleichstand, der auf der Intrigenleiste weiter vorne ist. Die zweite Möglichkeit findet jede Runde statt, und zwar am Ende der Nachtphase, das seht ihr an diesem Symbol. Und da wird nicht nur ein Steg gewertet, sondern direkt alle. Diesen Steg habe ich euch ja gerade erklärt. Bei dem Steg bekommt derjenige, der die meisten Diener platziert hat, einen Jadestein. Und hier bekommt der Spieler eine Hofdame. Und wenn ihr die Hofdame am Ende der Partie habt, ist die 3 Punkte wert. Ihr könnt sie aber auch dafür einsetzen, um eine Geschenkekarte 2-mal zu benutzen oder eine Feldaktion 2-mal zu benutzen oder sogar beide Aktionen 2-mal zu benutzen. Und wenn ihr das macht, legt ihr die Hofdame einfach wieder zurück auf diesen Platz. Der Spieler mit der größten Stärke auf dem jeweiligen Steg muss alle seine Diener zurück in den allgemeinen Vorrat legen und alle anderen Spieler, die jetzt ebenfalls auf dem Steg vertreten sind, haben die Möglichkeit, ihre Diener ebenfalls zurückzunehmen.
Und hierbei möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich ja eben davon gesprochen habe, dass ihr euren Gesandten jetzt auf der Palasttreppe zurückbewegen könnt. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch im nächsten Modul, die Palasttreppe. Bei dem Modul Palasttreppe verändert ihr, wie der Name schon sagt, die Palasttreppe. Und zwar zieht ihr zu Beginn der Partie per Zufall eines der 5 rechten Palastteile und eines der 5 linken Palastteile und platziert sie auf den entsprechenden Bereichen. Wie ihr sehen könnt, ist es so, dass der linke Bereich aus weniger Feldern besteht. Nun müsst ihr, um auf diesen Bereich zu kommen, immer eine bestimmte Bedingung erfüllen. Hier müsstet ihr zum Beispiel einen Diener auf einem Dekret haben, um auf dieses Feld zu gehen. Hier müsstet ihr den Zweierdiener haben und hier müsstet ihr 5 Geschenkekarten haben. Auf der rechten Seite wiederum ist es so, dass ihr zu Beginn Dinge bekommt. Und zwar erhaltet ihr einmal jeden Morgen 2 Diener. Hier würdet ihr jeden Morgen 3 Schritte auf der Intrigenleiste vorgehen. Deshalb legt ihr auch zu Beginn der Partie dieses Teil auf den entsprechenden Bereich des Grundspielplans, um euch daran zu erinnern, dass ein Gesandter eventuell nochmal hier eine Belohnung bekommen könnte. Das Problem an der rechten Leiste ist jedoch, das seht ihr hier oben, dass ihr ab einem bestimmten Bereich Dinge bezahlen müsst. Wenn ihr einmal hier seid, müsst ihr jeden Morgen einen Diener bezahlen. Sagen wir mal, wir wären jetzt zum Beispiel hier und müssten dann 2 Intrigepunkte abgeben. Haben wir die Punkte nicht, so müssten wir hier runtergehen. Wichtig hierbei ist, sollten wir jetzt hier nicht nochmal einen Diener abgeben können, so müssen wir nicht nochmal einmal runter. Das heißt, ihr müsst nur maximal ein Feld pro Runde runtergehen. Hier oben seht ihr, das gibt es auf 2 rechten Palastteilen, dass ihr jeden Morgen, solltet ihr einmal hier oben sein, einen Diener abgeben müsst. Sollte das einmal nicht gelingen, so müsst ihr halt jetzt hier wieder runtergehen und so würde jetzt der Platz frei werden. Wäre die Situation folgendermaßen gewesen und der gelbe Diener hätte jetzt hier runtergehen müssen, so hätte der blaue Spieler, wenn er jetzt zum Beispiel hier gewesen wäre, die Möglichkeit, hier auf dieses Feld zu gehen. Das heißt, die beiden Spieler rücken nicht auf, sondern einfach nur dieses Feld bleibt dann frei, bis halt ein Spieler sich entscheidet, jetzt hier hochzugehen. Und es gibt in diesem Modul, wie eben schon mal erwähnt, 5 unterschiedliche rechte Treppen und 5 unterschiedliche linke Treppen, damit ihr noch mehr Wiederspielwert habt. Und das ist schon das zweite Modul, die Palasttreppe. Bei dem Modul kommen neue Geschenkkarten, neue Reiseplättchen und neue Dekrete hinzu. Und starten wir mal mit den neuen Geschenkkarten. Bei der Geschenkkarte ist es so, sie hat einen Wert von 0. Das heißt, ihr müsst, um diese auszuspielen, 2 Diener abgeben oder eine Geschenkekarte ablegen. Oder ihr könnt euch auch dafür entscheiden, die Karten einfach nur miteinander auszutauschen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, 2 Diener bzw. eine Geschenkkarte abzugeben, so dürftet ihr die Feldaktion 2-mal durchführen. Bei der Geschenkkarte ist es so, wenn ihr auf der Intrigenleiste ein Feld zurückgeht, dürft ihr eine Karte von eurem Gegenspieler ziehen und ihn dann sofort eine Karte zurückgeben. Das kann auch die Karte sein, die ihr gerade gezogen habt. Bei dieser Geschenkkarte legt ihr eine Geschenkkarte von eurem Ablagestapel oder aus eurer Hand unter den Yin-Yang-Stapel und dürft dann eine neue Karte vom Yin-Yang-Stapel ziehen. Bei der Karte dürft ihr einen gegnerischen Diener von der chinesischen Mauer entfernen und sofort durch einen eigenen Diener ersetzen. Bei der 8 ist es so, hier müsstet ihr oder könnt ihr euren Gesandten ein Feld zurückbewegen und würdet dafür 2 Siegpunkte erhalten. Und zu guter Letzt habt ihr noch die 10. Die 10 ist einfach nur die höchste Karte im Spiel, kann auch nicht von einer 1 überboten werden. Und das sind die Geschenkekarten in diesem Modul. Dann gibt es noch, wie eben erwähnt, 2 neue Dekrete. Ihr habt einmal dieses Dekret, in dem ihr nochmal hier diese Aktion, also die Intrigenaktion, durchführen dürft. Und hier bekommt ihr jeden Morgen, solltet ihr die niedrigsten oder die wenigsten Punkte haben, nochmal sofort 2 Siegpunkte. Und es gibt 2 neue Reiseplättchen. Einmal dürft ihr hier ein Reiseplättchen, was ihr schon verwendet habt, umdrehen und dann nochmal benutzen. Und wie eben schon mal erwähnt, gibt es auch die Aktion mit der Yin-Yang-Karte auch als Reiseplättchen. Das heißt, ihr dürft eine Geschenkkarte vom Ablagekartenstapel oder von eurer Hand unter den Yin-Yang-Kartenstapel legen und, wie gesagt, eine neue Karte ziehen. Und das sind die Geschenkkarten, Dekrete und Reiseplättchen, die ihr in diesem Modul erhaltet. Hier seht ihr einmal das Spielmaterial für das Modul Bauernrevolution. Und wie auch in dem Modul Sommerpalast des Kaisers erhaltet ihr einmal 2 neue Yin-Yang-Karten und eine Startkarte, die ihr mit den entsprechenden Karten aus dem Grundspiel zusammenmischt. 2 Dekrete, wobei dieses Zweierdekret dafür sorgt, dass diese Gebotsmarker ins Spiel kommen. Ist dieses Dekret nicht im Spiel, braucht ihr die Gebotsmarker ebenfalls nicht. Dann seht ihr links, dass es 5 Reiseplättchen mit braunem Hintergrund gibt.
Diese ersetzen die 5 entsprechenden Reiseplättchen aus dem Grundspiel. Das heißt, die 5 Reiseplättchen werden für den Rest der Partie nicht mehr benötigt und die könnt ihr in die Box zurücklegen. Dann bildet ihr links auf dem Feld noch einen verdeckten Stapel mit Bauernrevolutionsmarkern und ihr platziert noch das neue Spielplanteil mit der Seite, die eurer Spieleranzahl entspricht. Ich zeige euch ja hier eine 4-Personen-Partie rechts unterhalb des Grundspielplans. Und jetzt erkläre ich euch die Regeln für das Modul Bauernrevolution und fangen wir mal mit den Aktionsmöglichkeiten an. Bei der ersten Aktionsmöglichkeit ist es so, dass ihr 2 Diener bekommt und eine Bauernrevolutionsaktion durchführt. Was das genau zu bedeuten hat, komme ich später zu. Oder ihr entscheidet euch dafür, einen Gesandten ein Feld zurückzubewegen und dürftet dann 4 Diener euch nehmen und müsstet ebenfalls die Bauernrevolutionsaktion durchführen. Die Bauernrevolutionsaktion wird auf 3 Arten durchgeführt. Entweder, wenn ein Spieler sich dafür entscheidet, eine Einserkarte hinzulegen, also die Fruchtschale irgendwo platziert, dann wird sie ausgeführt. Wenn ein Spieler sich dafür entscheidet, durch die Aktion Reisen ein Reiseplättchen, also ein braunes Reiseplättchen zu benutzen, dann wird sie ausgeführt und halt, wie eben schon mal erwähnt, durch die Feldaktion bzw. durch die Kartenaktion. Und immer wenn die Bauernrevolutionsaktion ausgeführt wird, nimmt sich der Spieler ein Bauernrevolutionsplättchen und legt das auf den entsprechenden Bereich. Wie ihr sehen könnt, ist es so, wenn ein bestimmter Bereich erreicht wird, also in unserem Beispiel dieser hier, dann kommt es zu einer Bauernrevolution. Und bevor ich euch diese Bauernrevolution erkläre, möchte ich noch kurz auf die neuen Dekrete eingehen. Bei dem Dekret ist es so, wenn ein Spieler einen Diener dort platziert, dann hat er die Möglichkeit, einen Gebotsmarker sich zu nehmen. Dieser ist doppelseitig, auf dieser Seite gibt es eine +2, auf der anderen eine -2. Wofür die gut sind, das erkläre ich euch gleich. Das heißt, ich lege hier schon mal einen hin, die anderen packe ich schon mal zur Seite, auch das Dekret. Und jetzt kommen wir noch zum Viererdekret. Wie auch schon bei dem Sommerpalast des Kaisers, müsstet ihr euren Gesandten 3 Felder zurückbewegen, plus eventuell Diener abgeben, je nachdem, wie viele Mitspieler auf dem Dekret schon liegen. Und ihr würdet am Ende der Partie 2 Siegpunkte pro Geschenkekarte bekommen. Aber jetzt zur Bauernrevolution und zum Kern dieses Moduls. Sagen wir mal, dieser Bereich wäre jetzt aufgefüllt. Dann käme es, wie eben erwähnt, zu einer Bauernrevolution. Die Bauernrevolutionsplättchen werden aufgedeckt und wir wüssten jetzt, dass die Bauernrevolution eine Stärke von 14 hat. Danach müssen alle Spieler jeweils eine Karte von ihrem Ablagekartenstapel nehmen und verdeckt hier auslegen. Sollte ein Spieler einen Gebotsmarker haben, so kann er den verdeckt unter seine Karte legen. Entweder mit der +2, um die Stärke zu erhöhen, oder mit der -2, um die Stärke halt zu verringern. Wir entscheiden uns jetzt aber mal für die +2 und erhöhen die Stärke. Und wie gesagt, jeder Spieler legt jetzt hier verdeckt eine Karte hin. Dann werden die Geschenkkarten aufgedeckt und wir vergleichen den Wert der Spieler mit dem Wert der Bauernrevolution. In unserem Beispiel ist es jetzt so, dass wir einen Wert von 15 hätten. Das heißt, wir haben einen größeren Wert als die Bauernrevolution. Immer wenn der Wert größer oder gleich der Bauernrevolution ist, dann darf der Spieler, der die niedrigste Geschenkkarte ausgespielt hat, diese wieder auf seine Hand nehmen. Die anderen Spieler müssen ihre Karten wiederum auf den Ablagekartenstapel legen. Wäre die Situation aber folgende, also hätte die Bauernrevolution eine größere Stärke als die der Spieler, es gibt übrigens Bauernrevolutionsplättchen mit den Stärken von 0 bis 5, dann wäre es folgendermaßen abgelaufen, und zwar hätte der Spieler, der die höchste Karte gespielt hätte, also in unserem Beispiel dieser Spieler, die Karte wieder auf seine Hand bekommen und alle anderen Spieler hätten nicht nur ihre Karten wieder zurück auf den Ablagestapel legen müssen, sondern auch noch jeweils ihren Gesandten ein Feld auf der Palasttreppe zurückbewegen müssen. Nachdem die Spieler jetzt ihre Karten zurück auf den Ablagekartenstapel genommen haben oder auf ihre Hand und gegebenenfalls ihren Gesandten auf der Palasttreppe zurückbewegt haben, werden die Bauernrevolutionsplättchen hier wieder in den Stapel zurückgemischt. Und das sind die Regeln für das Modul Bauernrevolution. Ja, das sind die Regeln zu den 4 neuen Modulen für Gugong. Und das Schöne bei dieser Kampagne ist einfach, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, diese schöne Deluxe-Edition wieder zu bekommen. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, damals sowieso das Spiel zu unterstützen, dann könnt ihr einfach die Erweiterung euch holen und dann bekommt ihr so einen dicken, schönen Sleeve dazu. Nicht so einen dünnen, sondern wirklich so einen dicken. Oder, ja, falls ihr es noch nicht gebackt habt, was wirklich schade ist, weil ich finde, die Deluxe-Version ist der Hammer, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, es zu backen und ihr könnt euch auch direkt für eine Big Box entscheiden. Und da habt ihr dann beides zusammen. Und das ist wirklich cool. Und das Coolste an der Sache ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine Deluxe Big Box zu gewinnen. Und was müsst ihr dafür machen? Alle Abonnenten, die dem Video einen Daumen nach oben geben und eine Frage beantworten, die haben die Möglichkeit, ein Pledge-Level zu gewinnen. Beziehungsweise das Pledge-Level ist ja die Deluxe Big Box.
Und diesmal würde ich gern von euch wissen, wie steht ihr zu mehreren Modulen in einer Erweiterung? Sagt ihr, das ist eine coole Sache, dann kann man sich selbst für das eine oder andere Modul entscheiden. Oder sagt ihr lieber, nee, ich will eine Erweiterung, wo ich direkt weiß, ich kann alles dazu packen und das wird mir dann Spaß machen. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, wie die vier einzelnen Module funktionieren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!